And there is still much to discover. 12%. Kann ich jetzt immer fast traveln? Anscheinend nicht. Ach ja, Level habe ich auch noch bekommen. Und ein Upgrade kann ich noch machen. Recoil Stability. Sieht man das, dass der Griff sich unten ändert? Ah, kommt auch noch ein bisschen Leder dran. Ach, jetzt kommt man auch zurück nach Syrien. Ich will nur mal gucken, da gab es halt noch irgendeine Challenge, die ich offensichtlich nicht gemacht habe. Ich will mir die mal angucken. Werde aber jetzt danach nicht nochmal zurück nach Sibirien gehen. Aber irgendwie habe ich schon noch Bock, das auf 100% zu spielen. Ah, voll cool momentan. Jetzt habe ich, gestern habe ich ja zwei Spiele durchgespielt, jetzt heute das dritte. Momentan geht's echt irgendwie zack zack. Sehr schön. So, was ist denn das hier für eine Challenge? Zero of Seven Incense Burners Shot. Was sind denn Incense Burners? Was kann denn das sein? Ich laufe mal ein bisschen durch, vielleicht fällt mir ja was auf. Hier komme ich nicht nochmal rüber, oder? Angezündete Leuchter. Okay. Ach so, Incense wie, oh Gott, wie sagt man Incinery? Ich hatte irgendwie, bei World of Warcraft habe ich ja einen Hexer gespielt und der hatte irgendwie, vier Zauber, die eigentlich hießen anzünden, aber es waren halt immer verschiedene Worte dafür. Ich glaube, da gab es auch Incinerate. Ich finde es ja fast ein bisschen schade, dass man den Schalldämpfer nicht wieder wegmachen kann. Ich will jetzt eigentlich auch nicht immer mit Schalldämpfer rumlaufen. Ja, es freut mich, dass es dir auch gefällt, Kalponianus. Ich hätte eigentlich gedacht, das ist kein Spiel für dich. Okay, da geht's auch nicht weiter. Naja, die ganze Sequenz hier in Syrien war mehr eine lange Action-Sequenz. Also, glaube ich, eigentlich nicht so zum Erkunden gedacht.
Wann kommt der jetzt auch erst zurück, nachdem ich es durchgespielt habe? Vielleicht das Kartenspiel in Witcher. Gwent. Oder wie es im Deutschen heißt, Gwent. Was übrigens wirklich ganz interessant ist, weil im Englischen heißt es halt wie gesagt Gwent, im Deutschen Gwent. Und jetzt ist die Frage, wie heißt es im Original? Oder was ist der eigentliche Name dieses Spiels? Und warum wurde es übersetzt? Und die Sache ist, dass das Original ja im Grunde das Polnische ist. Und im Polnischen heißt es auch Gwent. Das heißt, es ist eigentlich umgekehrt eher die Frage, warum heißt es im Englischen Gwent? Ah, okay. Na gut, dann hat sich das so rum dann auch erledigt. Ich habe ja jetzt das Let's Play bei YouTube angefangen. Wenn du magst, kannst du ja da mal reinschauen. Aber wahrscheinlich bist du dafür dann wieder nicht genug Fan. Ah, so sehen die Dinger aus. Die sind's nicht. Einer. Allen Waffen abtauchen. Ja. Ja, allein schon alles bei sich zu haben, ne? Also man sieht ja jetzt momentan nur die Pistole. Und hier links die Axt. Aber ich habe ja eigentlich auch noch so einen riesen Bogen bei. Mit so einem riesen Köcher. In dem Köcher sind übrigens insgesamt so 60 Pfeile, teilweise mit Sprengstoff dran und so weiter. Dann habe ich diese riesige Schrotflinte bei mir mit genügend Munition. Dieses riesige Maschinengewehr. Mal abgesehen von genügend zu essen, zu trinken und einer Toilette. Und so wie die Haare aussehen, auch in der Dusche. War denn das Feuer? War das oben drin? Genau, die sind auch für die 100% die Challenges.
Man kann auch sehen, dann auf der Weltkarte, hier unten ist Syrien, alles andere ist halt Sibirien, deswegen ist Syrien so extra. Da sieht man jetzt insgesamt Syrien 100% komplett und es wird dann links aufgeschlüsselt, was ich alles habe. Da ist auch die Challenge halt mit drin. Dann kann man halt sehen, okay, Mountain Peak 100%, Wilderness 100%, Glacial Cavern 100%. Ja, und hier fehlen mir halt zum Beispiel noch ein paar Sachen. Und da ich überhaupt keine Ahnung habe, wo dieses Dokument sein soll, werde ich das wahrscheinlich dann nochmal nachschlagen. Also eigentlich finde ich so, wie das halt aufgeschlüsselt ist und dass man überall nochmal hin kann und so, motiviert einen das schon, das komplett zu machen. Aber die Sachen sind teilweise extrem schwer zu finden. Und ich frage mich gerade, die ganze Zeit hatte ich einen Zuschauer. Und jetzt, wo die, jetzt, wo ich dabei bin, das zu beenden, sind es auf einmal sieben. Was ist los? Freut mich natürlich, aber ich habe es gerade durchgespielt. Tja, jetzt fehlen mir nur noch diese Skills und dann bin ich auch auf dem höchsten Level.